Jedes Pack in The Sims 4 kommt natürlich mit einer Menge an verschiedenen Objekten im Erstelle-1-Sim sowie Baumodus daher, aber nicht alle davon haben dieselbe Anzahl an Objekten. In diesem Video möchte ich jeden Packtyp nach der Zahl der Objekte aufschlüsseln, außerdem erfahrt ihr, was ich über die einzelnen Objekte aus den Packs denke. Beginnen wir zuerst mit allen Objekten der Accessoire-Packs. Hier liegen das Sonnenterrassen, coole Küchen und Fitness-Accessoire-Pack quasi auf den drittletzten Plätzen. Sonnenterrassen sogar mit weitem Abstand mit nur 45 Objekten, also ganz schön wenig. Fitness und coole Küchen haben immerhin noch 52 bekommen. Da muss ich aber ehrlich sagen, dass mir alle Objekte der Packs ziemlich gut gefallen, also auf den drittletzten Plätzen. Bei Sonnenterrassen fast noch am meisten, da ist es eigentlich echt schade, dass wir vor allem im Baumodus so wenig Objekte bekommen haben. Ich glaube, bei den drei Packs habe ich das Sonnenterrassen-Pack wirklich am meisten noch verwendet. Da ist es dann eigentlich besonders schade, dass wir nur 45 Objekte bekommen haben. Also wirklich ziemlich wenig, war ja auch eines der ersten Accessoire-Packs. Genauso wie bei Coole Küchen natürlich. Die Plätze 14, 13 und 12 werden dann quasi vom Luxus-Party, Romantische Garten und Kleinkind-Accessoire-Pack mit jeweils 53 Objekten besetzt. Da muss ich zugeben, dass mir die Objekte aus diesen Packs wirklich nicht so gut gefallen haben. Also Luxusparty hatte wirklich viel zu übertriebene, auf schick gemachte Objekte. Das fand ich da halt für so eine Party für einmal ausprobieren ganz lustig, aber sonst habe ich das Pack, glaube ich, wirklich nicht mehr so viel benutzt. Das Kleinkind-Accessoire-Pack hatte dann auch nicht so viele tolle Objekte. Weiter dann Bowling, Heimkino und mein erstes Haustier mit jeweils 55, 61 und dann schon 62 Objekte. Ich würde sagen, das Bowling-Abend-Accessoire-Pack hatte da von den drei quasi eigentlich noch die coolsten Objekte, zusammen mit dem Heimkino-Accessoire-Pack. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich hätte jetzt sogar erwartet, dass beim Bowling-Abend-Pack irgendwie ein paar mehr Objekte drin gewesen wären, so vom Bauchgefühl her. Ich weiß nicht, ich habe die Objekte und diesen Stil auf jeden Fall ziemlich gefeiert, auch wenn die Objekte ziemlich auf das Bowling-Thema zugeschnitten waren. Was ja beim Fitness-Thema vielleicht nicht ganz so krass war, zumindest im Baumodus, fand ich. Aber es passt natürlich auch gut zum Pack-Thema. Und ja, ich glaube, beim Heimkino-Accessoire-Pack habe ich die Objekte auf jeden Fall anfänglich auch sehr viel benutzt. Jetzt mittlerweile nicht mehr so viel. Das Pack hat ja sehr viel mit diesen extrem bunten Farben, mit diesem leichten Hippie-Stil auch gearbeitet. Hatte auf jeden Fall auch doch echt ein paar Highlights. Und der Baum, den es im Baumodus gab, mit diesen kleinen Laternen dran, war definitiv auch sehr cool. Ja, mein erstes Haustier, was soll man da noch sagen, habe ich ja auch schon mal ein separates Video zu gemacht. Die Objekte kann man meiner Meinung nach wirklich irgendwie vergessen. Weiter geht's dann mit dem Moschino, Schick mit Strick und Gartenspaß Accessoire Packs. Moschino und Schick mit Strick hatten 62 Objekte und das Gartenspaß Accessoire Pack dann 65. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zuerst, als ich das bei Schick mit Strick nachgeguckt habe, habe ich erst gedacht, ich habe irgendwie falsch gerechnet, weil irgendwie vom Bauchgefühl hatte dieses Pack unfassbar wenig Objekte. Vor allem im Baumodus. Ich habe das Gefühl, man konnte davon irgendwie gar nichts so richtig nutzen, aber ja, scheinbar ist es jetzt wirklich auf dem 7. Platz, also hat doch im Schnitt auf jeden Fall eigentlich relativ viele Objekte abbekommen. Jetzt sind wir ja schon so im Mittelfeld, im guten Mittelfeld angekommen. Ich habe den Hass bei Moschino ehrlich gesagt gar nicht so ganz verstanden, weil ich die Objekte im Baumodus auf jeden Fall unfassbar cool fand. Naja, der Ersteller-1-Sim-Modus ist Geschmackssache und ja, mein Fall war es auf jeden Fall auch nicht. Und es waren erstaunlich wenige Objekte im Cars vorhanden, weil eigentlich Moschino ist ja eigentlich eine Modemarke. Da hätte man jetzt erwartet, dass es super viele neue Objekte in diesem Moschino-Stil gibt, aber gab es irgendwie nicht. Also da haben die Entwickler dann viel mehr im Baumodus hinzugefügt. Fand ich ein bisschen überraschend, aber auch das Gartenspaß-Accessoire-Pack war bei mir, glaube ich, ziemlich hoch angesehen. Die Objekte habe ich auch gern benutzt und vor allem der Trailer hat auch so eine coole Sommeratmosphäre abgegeben irgendwie. Denn wenn man sich den anguckt, ich finde, zack, es ist direkt wieder Sommer, zumindest im Kopf. Auf jeden Fall habe ich die Objekte am Anfang auch überall in meinen Wohnungen, in meinen Sims-Häusern verwendet. Mittlerweile, ja, die Rutsche baue ich auf jeden Fall ab und zu noch auf, das ist ganz witzig, aber sonst... Jetzt sind wir auch schon bald auf dem Treppchen, beziehungsweise ein Pack ist schon auf dem Treppchen. Und zwar kommen jetzt Tiny Houses, Vintage Glamour und Waschtag mit 66, 68 und 69 Objekten. Ich glaube, von denen würde ich tendenziell vom Baumodus her Tiny Houses am meisten vermissen. Das war eher so ein bisschen alltägliche Objekte und natürlich auch für kleinere Wohnungen ganz gut gedacht.
Die haben mir da doch recht gut gefallen. Windage Glamour war vom Stil auch sehr interessant, aber so zu meinem allgemeinen Spielestil passen die Objekte jetzt nicht so gut, obwohl ich die ja auch ziemlich schick fand und auch so vom Gefühl her war da ziemlich viel drin. Und das von der Community mitbestimmte Waschtag-Accessoire-Pack mit 69 Objekten hatte natürlich auch eine ganze Menge Auswahl. Und auf den Plätzen 2 und 1 ist einmal das Grusel- und Kinderzimmer-Accessoire-Pack mit 70 und 71 Objekten. Ja, das Grusel-Pack, das vierte Accessoire-Pack für die Sims 4, war natürlich auch wieder ein sehr themenbezogenes Accessoire-Pack mit dieser kleinen Gruselparty, die man feiern konnte, so von den Objekten natürlich sehr passend. Aber wo soll man die im Alltag unterbringen? Ich weiß es nicht. Ist natürlich auch nicht so unbedingt dafür gedacht gewesen, das überall zu verwenden. Aber ja, da war das Kinderzimmer-Accessoire-Pack auf jeden Fall ein bisschen in meinen Augen wichtiger, sagen wir mal. Irgendwie echt eine ganz coole Ergänzung, mal das Kinderzimmer von den Sims-Kindern mal so ein bisschen mit neuen Objekten und auch Objekten, die dem Sim so ein bisschen mehr Charakter geben, hinzuzufügen. Wurde von der Community ja auch sehr gut aufgefasst im Gegensatz zu anderen Accessoire-Packs und ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig Leute, die das Kinderzimmer-Accessoire-Pack nicht mögen. Ich würde halt sagen, dass ich jetzt nicht so viel mit Kindern bzw. auch Jugendlichen, man konnte ja auch ein bisschen jugendlichere Zimmer damit gestalten, spielt. Deswegen war das Pack jetzt bei mir nicht ganz weit vorne, aber auf jeden Fall inhaltlich war schon sehr gut. Wenn wir jetzt weitergehen zu den Gameplay-Packs, lässt sich auf jeden Fall auch einiges feststellen. Und zwar bei Reich der Magie, Strangerville und Elterfreuden gab es die wenigsten Objekte. Bei Reich der Magie sogar mit einem kleinen Abstand und Strangerville und Elterfreuden war dann mit 141 und 143 Objekten ein bisschen näher beieinander. Bei Reich der Magie ist es, glaube ich, wirklich schade, dass das Pack so wenige Objekte vergleichsweise abbekommen hat. Ungefähr ja ein bisschen weniger als doppelt so viel wie bei Kinderzimmer-Accessoires. Aber auf jeden Fall war bei mir, glaube ich, Elternfreuden mit weitem Abstand bei mir am meisten bei den Packs vorne, die ich so im Alltag von den Sims am meisten verwendet habe. Ich glaube, die Objekte bei Strangerville haben eher so die Story ergänzt und waren halt für die Welt irgendwie wichtig, aber so an sich, ich fand jetzt nicht, dass man damit irgendwas Tolles anstellen konnte irgendwie. Da war es bei Reich der Magie schon ein bisschen interessanter, aber Elternfreuden war da, glaube ich, echt am alltagstauglichsten. Als nächstes auf Platz 6, 5 und 4 sind dann Outdoor-Leben, Gaumenfreuden und Wellness-Tag. Outdoor-Leben, ja das erste Gameplay-Pack so richtig für die Sims 4, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Diese Holzmöbel waren auf jeden Fall schon sehr cool, auch wenn ich die jetzt auch nicht so viel verwendet habe. Bei Gaumenfreunden kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass ich die Objekte sehr viel benutzt habe. Die hatten ja irgendwie alle so eine blaue Richtung, sagen wir mal. Irgendwie alle Farben waren gefühlt standardmäßig erstmal blau. Und auf dem Treppchen sind dann auf Platz 3 Vampire mit 216, auf Platz 2 Dschungelabenteuer mit 219, auch wieder recht knapp. Und mit sehr großem Abstand, was mich auch ein bisschen überrascht hat, auf Platz 1 dann Star Wars mit 248. Ja, ich meine, Star Wars, das Pack war sehr kontrovers, aber man kann nicht sagen, dass die Entwickler da mit den Objekten gegeizt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch damit zusammen lag, dass die Entwickler da ja natürlich mit Star Wars zusammengearbeitet haben und da wahrscheinlich auch ein sehr großes Budget für hatten. Was dann natürlich auch erklärt, warum das Pack wirklich mit deutlichem Abstand so viele Objekte bekommen hat. Dschungelabenteuer mit 219, dann schon ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall hatte das Pack auch ziemlich coole Objekte. Am Anfang, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich wirklich, da ist dann sehr viel drin, was dann wirklich sehr Pack-spezifisch, was für die Welt zugeschnitten ist, so ein bisschen wie bei Strangerville, aber war eigentlich gar nicht der Fall. Teilweise konnte man die Objekte auch sehr gut im Alltag verwenden und da haben auch einige Leute ziemlich coole Sachen mitgebaut. Und Vampire 216, ja, die Objekte waren natürlich sehr dunkel, sahen so ein bisschen aus, als wären sie so aus einem anderen Jahrhundert gekommen, was natürlich auch sehr gut zum Thema passt und was eigentlich auch eine ganz gute Sache war. Aber auch für den Alltag natürlich jetzt nicht so sonderlich tauglich, habe ich, glaube ich, aber auch in der Vampirwelt in Forgotten Hollow einigermaßen viel mitgebaut und war auf jeden Fall, glaube ich, waren auch ein paar coole Sachen dabei, vor allem auch im Ersteller einen Sim-Modus. Wenn wir jetzt zu den Erweiterungen gehen, haben wir auf Platz 10 Nachhaltig Leben mit 264, Inselleben mit 300 und An die Uni mit 302. Hier werdet ihr auf jeden Fall sehen, die neueren Packs, die neueren großen Erweiterungspacks haben erstaunlich wenig Objekte im Vergleich zu den älteren. Ist eigentlich ganz interessant, hier auch Nachhaltig Leben mit eigentlich einem kleinen Abstand ziemlich wenige Objekte im Vergleich zu zum Beispiel dem ersten Platz. An die Uni natürlich auch sehr tauglich für ein kleines Budget, für einen kleinen Geldbeutel. So sahen die Objekte teilweise auch aus. Man kann sich gut vorstellen, dass es in so einer ersten Wohnung auf jeden Fall drin ist.
Ja, bei Inselleben hat natürlich auch alles gestimmt. Die Objekte haben mir wirklich gut gefallen. Da waren schon einige Highlights dabei auf jeden Fall. Bei Nachhaltig Leben dann diese erstaunlich moderne Richtung teilweise. Weil irgendwie, als ich den Titel zuerst gehört habe, dachte ich, es gibt dann wirklich eigentlich ausschließlich Objekte, die dann so ein bisschen recycelt aussehen. Aber es waren auf jeden Fall ziemlich viele coole moderne Objekte auch dabei, die man halt wirklich in eine moderne Wohnung und auch in eine normale Wohnung integrieren konnte. Nicht, dass es so ein bisschen fehl am Platz aussah, wie ich halt am Anfang so ein bisschen erwartet habe. Dann jetzt die neueste Erweiterung auf dem 7. Platz, Ab ins Schneeparadies mit 317 Objekte. Im Vergleich auch nicht ganz so viel, aber da war natürlich dieser asiatische Stil sehr stark. Jahreszeiten hatte für mich auch sehr viele Highlights, zum Beispiel auch dieses dunkle Holz, die Objekte mit dem dunklen Holz haben mir sehr gut gefallen. Ja, der berühmt natürlich sehr bonzenhaft, passend zum Thema, fand ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, hat mir teilweise nicht ganz so gut gefallen. Obwohl die Objekte natürlich cool waren, aber der Stil hat mich jetzt persönlich jetzt nicht so angesprochen. Jetzt sind wir auch gleich schon wieder auf dem Treppchen. Platz 4, Großstadtleben mit 418 Objekte. Großstadtleben hatte da auf jeden Fall auch ein paar Highlights zu bieten. Das war bei The Sims 4 wirklich das erste Pack, womit wir mal so richtig moderne, coole Objekte bekommen haben. Gab es ja vorher natürlich auch mit der Zeit für Freunde-Erweiterung teilweise ein paar, aber mit Großstadtleben dann so richtig. Ich weiß noch, dass ich die auf jeden Fall auch ziemlich viel benutzt habe. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen bei jedem so. Wenn man ein neues Pack hat, dann will man erstmal die ganze Wohnung mit den neuen Sachen vollstellen. Dann auf Platz 3 Zeit für Freunde mit 440 Objekten. Vom Bauchgefühl auch wieder sehr sinnvoll. Ich habe auch schon am Anfang, als ich das Pack ausprobiert habe, wirklich gefühlt stundenlang immer gescrollt und habe mir so gedacht, boah, das ist ganz schön viel. Spiegelt sich jetzt hier auch in der Liste wieder. Platz 2 Hunde und Katzen mit 476. Ah, dieser Stil hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich glaube, das kann man so als Landhausstil so ein bisschen beschreiben. Ich kenne mich mit den ganzen Stilen immer nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, in die Richtung geht's auf jeden Fall. Sehr viel weiß, so ein kleines bisschen verspielt und ein bisschen klassisch, das hat mir auf jeden Fall auch recht gut gefallen. Ich finde, die Objekte haben wirklich perfekt in die neue Welt von Brindleton Bay auch gepasst. Die ja so ein bisschen aussah wie so eine kleine verträumte Vorstadt, da gab es ja auch einen Hafen, es war irgendwie alles passend. Ich glaube, da haben die Entwickler auf jeden Fall einen ganz guten Job gemacht und das war wahrscheinlich auch so geplant. Und dann halt auf Platz 1 an die Arbeit mit 502 Objekten. Ganz schön viel. Habe ich ehrlich gesagt auch wirklich nicht so erwartet, weil irgendwie so vom Bauchgefühl an die Arbeit hatte irgendwie so, ja, hatte neue Objekte, die man halt so benutzt hat, aber irgendwie. Was mich da auch ein kleines bisschen gestört hat, ist natürlich jetzt auch Meckern auf sehr hohem Niveau, aber ich fand das Pack, ich glaube man hat gemerkt, dass es so das erste Pack war und vielleicht dann auch in der Zeit entwickelt wurde, als auch noch das Basisspiel entwickelt wurde. Nämlich sahen die Objekte teilweise wirklich so ein bisschen langweilig aus und so ein bisschen wie, als hätten sie auch ins Basisspiel reinkommen können. Fürs erste Pack natürlich trotzdem cool, weil man irgendwie gefühlt auch mal so ein paar komplett stinknormale Objekte bekommen hat, mit keinem krassen zugehörigen Stil. Aber ich glaube, von Erweiterungen könnte ich teilweise auf an die Arbeit Objekte wirklich am meisten verzichten, wenn man das so sagen kann. Obwohl die natürlich jetzt nicht schlecht waren, aber so von der Art irgendwie hatte ich die jetzt nicht so als besonders toll in Erinnerung. Das war's mit allen Packs und ihren Objekten. Hat euch eine Erweiterung von ihrem Objekteumfang besonders überrascht? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.